Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Modern Warfare. Vielen Dank für die Leute, die eine teuflisch gute Bewertung da gelassen haben in der letzten Folge. Alles ruhig. Also hat er dir bereits die Kontrolle. Ob Barkov hier ist? Geh davon aus. Wir haben den Schlechthändiger ausrotiert. Dann bald. Mit Druckmittel seiner Familie. Er hat es nicht anders verdient. In Barkovs Haus wird es vor Al-Katala wimmeln. Okay. Nutzen wir die Dunkelheit. Bleib unsichtbar und greif nur an, wenn du musst. Wenn Adi in Barkovs Haus ist, müssen wir versuchen, ihn zu finden. Alles klar. Es sind Schüsse gefallen. Los. Durch dieses Tor kommen wir rein. Schieß auf die Lampe. Wir nutzen die Dunkelheit für Deckung. Gehen wir. Ja, ich bin hinter dir. Ich warte noch auf dich. Al-Katala voraus. Nicht schießen. Zu viele. Bleib in Deckung. Meide das Licht. Welcher Laser? Alter, Lichtmesser, Entschuldigung. Bleib unsichtbar. Wir müssen den Strom schaffen. Benutzt den Sicherungskasten an der Wand. Alles klar, Boss. Machen wir. Gut gemacht. Rückzug ist abgeschnitten. Schieß die Lampe aus. Das wird sie ablenken. Warte, bis sie gehen. Okay, sie trennen sich. Zwei auf der rechten Seite. Erledigen wir die zuerst. Und jetzt die anderen. Alles klar. Alles gesichert. Danke fürs Helfen. Richtiger Gangster. Da vorne ist der Aussichtspunkt. Ja, brauchst du nicht gleich so schreien. Ich bin hinter dir. Da ist das Anwesen. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Mhm. Das ist aber klar. Das ist friedlich. Aktivitäten am Uhrenturm, in der Kirche und beim Pool. Abseilen. Ich behalte dich im Auge. Ach, ich mach das jetzt alleine, ja. Machen wir jetzt Metro-Stil hier. Ich hab keine Ahnung, wovon Sie reden! Schaut sie aus. Alles sicher. Richtigen krassen. Typen, Alter. Vorsicht, sie sind in der Überzahl, aber du kannst dich zurückziehen, wenn es zu haarig wird. Da muss ich mal gucken, wohin hier. Zum Poolbereich. Du nährst dich dem Pool. Jo. Such einen Sicherungskasten. Den Strom zu kappen wird uns einen Vorteil verschaffen. Klingt, als hätte Al-Katala eine Geisel. Sieh nach, ob Hadir da ist. Vielleicht hat er Barkov. Über dem Pool ist ein Oberlicht. So kommst du zu dem Gefangenen. Sollen wir den jetzt ausschalten? Ja,
باطلون شيء ما نقدر ارجع شعلون خليك مركز عسكري عسكري gut gemacht Ach, das war's, ja. Keine Spur von Nadir. Nadir, ich bin hier. Geisel. Oh ja. Mein Vater. Der ist am Ende. Vielleicht könnt ihr bei der Kirche unter Murnturm noch reden. Achtung, in dem Fahrzeug sitzt eine Alcatala-Patrouille. Halte dich fern. Jo, Allah, das war nicht nur einer. Und nie RPG. Oh, mit Challenger. Den wollen wir mit, ne? Ich sehe Alcatala hinter dir. Das war knapp. Mann, die schießt. Hat müssen wir leise durchziehen. Wir haben das schon nicht im Metro geschafft, als wir es hier wenigstens schaffen. Sie wissen, dass etwas nicht stimmt. Halt den Kopf unten, damit sie dich nicht finden. Das ist ein scheiß Auto. Den schnapp ich mir. Feindlicher Wagen, nicht angreifen. Vorsicht, wir haben eine fette Waffe. Ja, das sehe ich selber auch, Kolja. Der Uhrenturm liegt im Osten. Waren die jetzt die ganze Zeit hier im Kreis, ja? Das muss ja eine geile Aufgabe sein. Abu Sa'ir, خلصنا من رهينة بقى. بدنا نمشي الأمور. Abu Sa'ir, سامعنا شيء؟ Zu deiner Linken ist ein Feindwagen. كيف الوضع مع الاستجوابات؟ Mit diesem Sicherungskasten kannst du den Strom für dieses Gebäude abschalten. Beim Uhrturm nach dem Gefangenen. Super. Ja, sie schicken Verstärkung. 5 Alcatala verlassen das Haupthaus. Oh, leise jetzt, ja. Das war ein Stich ins Wespennest. Jetzt sind sie hinter dir her. Idiot! Ich kann dir noch ein paar Rippen brechen. Wo ist das Labor? Hadir ist nicht zu sehen. Das ist eine weitere Geisel. Sieh nach, ob er noch reden kann. Scheiße! Ich kenne den Ort. Ich weiß nicht, wo es ist. Scheiße, Captain. Die Geiseln gehören zu Barkovs Familie. Barkovs Leute machen in Adirs Haus. Jetzt ist er an ihrem. Zur Kirche, sofort. Wenn sie eine Geisel haben, wird sie nicht mehr lange am Leben bleiben. Ich hab die Lampen für dich ausgeschossen. Puh.
kein Feind. Rechts. Kaum Aktivität in der Nähe des Haupthauses. Du kannst es umgehen. Du näherst dich der Kirche. Sie verschärfen die Sicherheit. Alcatala-Patrouillen sind vom Haupthaus auf dem Weg zu dir. Gute Nacht. Was schreit er denn so, sag mal? Er ist in der Kirche. Klingt so, als bliebe ihm nicht mehr viel Zeit. Weiß nicht mehr, wo deine eigenen Tötungsinstrumente sind? Wo ist das Labor? Au! Sichtkontakt verloren. Du bist vorerst auf dich gestellt. Fünf Ziele verlassen das Haupthaus. Zweiter Stock. 451. Sie haben ihn gebrochen. Er sagte zweiter Stock. 451. Mehr Informationen haben wir nicht. Geh nach ganz oben im Haus. Wir treffen uns dort. So. So eine Mission gefallen mir. Schön in der Nacht, Niki. Mehr oder weniger. Kannst du schön wegmachen, die Pümmel. Sammeln wir uns. Geh zum Haupthaus. Hier ist jetzt alles beleuchtet wie in einem scheiß Fußballstadion. Ab in den zweiten Stock sofort. Ich arbeite daran. Okay, ich bin drin. Begib dich in den zweiten Stock. Wir müssen uns beeilen. Unterwegs in den zweiten Stock. Nicht schießen, bin oben. Öffne die Tür, ich gebe dir Deckung. Na, Chef. 451. Wir brauchen sie endlich. Blöder Mist, wo ist Marco? Er ist nicht hier. Meine Familie war. Beschützt ihr ihn etwa? Nein, wir holen dich. Komm. Wartet, ich bin nicht euer Feind, seht? Ich weiß, wo das Gas herkommt. Ich habe den Standort. Das ist Barkovs Chemiefabrik. Ja, ich will sie zerstören. Wir sind auf derselben Seite, Captain. So nicht. Dann helft uns. Wie sich das anhört. Helft meiner Schwester. Leise. Runter! Das ist nicht cool. Die Tunnel im Norden. Ich hab dich im Auge gehabt. Ihr verarscht mich nicht. Nee. Die Tür klemmt! Kein! Die Tür klemmt! Du was denn? Weiter! Alter, die haben noch eine Revolver. Das war ein Stich ins Wespennest-Quartier! Dafür wird Barkov Köpfe fordern! Nee, ich bin hinter dir. Aua. Hallo? Lass mich jetzt nicht alleine. Wir müssen hier weg! Sofort! Schieß weiter auf die Russen! Hilf, Gary! Gebe Deckung! Bist du verletzt? Naja, geht so. Auf die Beine! Wir verschwinden hier! Das ist die Beine.
Ja. Gun! Linke Seite! Hab noch ein Ziel. Weiter hinter uns, Allah! Wohin? Ach, da drüben. Was ist denn so stark erfahren? Geht durch die Gebäude! Los! Ja, ich hab's gerade festgestellt. Geht die Gebäude und offene Bereiche vermeiden! Hi. Alter, was ist mit ihm? Was war denn das für ein Vieh? Dann sollen wir die mal mitnehmen. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ja. Chef, komm. Ich sehe den Tunnel. Na, lass mich rein. Aber das hat weh getan. Sammel dich. Ging's nie besser, Sir. Ihr greift mit mir das Labor an, ja? Vergiss es. Du bist erledigt. Captain! Für dich gibt's kein Zurück, Hadir, das weißt du. Aber ihr tut das Richtige, ja? Boss, wir bringen das zu Ende, oder? Wir brauchen Hilfe. Hoffen wir darauf. Geh! Denn bitte, geben Sie Farah die Pläne, das schulde ich ihr. Du schuldest es der ganzen Welt. Was kümmert mich die Welt? Ich tat es für meine Schwester. Baseplate 06, verbündetes Flugzeug nähert sich von Süden auf 180, Rufname Roger 1. Roger. Das ist Laswell. Was macht sie hier? Ich rieche Blut. Laborinfos, behalte die. Ja, Sir. Was zur Hölle soll das? Ein Schlussstrich. Wir liefern ihn aus. An wen? Russland. Ein Austausch? Kein Austausch. Was ist los, Boss? Moment. Machen Sie keine Schwierigkeiten, Captain. Dann geben Sie mir keinen Grund. Das ist ein Stellvertreterkrieg. Wir sind alle nur Spielfiguren. Sie sprechen für sich. Hände gehen aus. Ja, Sir. Hadir für Sie. Infos sind meine. Was immer Sie vorhaben, ich kann helfen. Ich werde mich bei Ihnen melden. Na, das ist ja eine Gesichtsausdrücke irgendwie. Sieht das aus, als wäre das total buggy. Aber ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oder auch nicht. Hier kann ich nicht auf Pause drücken. Also müssen wir ein Stück warten.
Ich weiß, wie das läuft, Captain. Diesmal nicht. Sie gaben Hadir an die Russen. Die töten ihn. Wenn er Glück hat. Wieder retten Sie die freie Welt, Captain Price. Hadir fand Barkovs Labor in Ostgeorgien. Die Gasfabrik. Er wollte sie zerstören. Hadir ist völlig irre. Wir sind alle etwas irre, oder? Hab ich recht, Alex? Auf jeden Fall, Sir. Wenn du hilfst, vollenden wir, was er begann. Sie sind ein guter Freund und bestimmt ein schlimmerer Feind. Aber ich falle nirgendwo ein. Ich verteidige mein Volk hier in der Heimat. Manchmal ist die beste Verteidigung... Alles da. Pläne. Du, was hat die auf einmal gegen uns? Verstehe. Eine Miliz ohne Verbindung zum Westen könnte das machen. Und schuld wären die Terroristen, oder? Es war gut, ihnen zu trauen. Ist Barkov dort? Ist er mein? Das ist eine Geheimoperation, um Barkovs Labor zu zerstören. Nikola ist bereits drin. Er gibt euch die Sprengsätze. Zwei Teams infiltrieren. Garrick und ich platzieren Sprengsätze an der Pipeline. Farah und Alex besorgt einen Zünder von Nikolai und präpariert die Heizkessel. Ist der Sprengstoff platziert, bringt euch in Sicherheit und zündet ihn. Leswoods Luftunterstützung räumt frei. Der Rest liegt bei uns. Truppen ohne Schutzschirm auf Seite der Brücke. Feuer frei. Jetzt ist aber Schluss. Vielen Dank fürs Sehen. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch ein Like da. Ciao.